Mein Name ist Kurt-Kardinal Koch und bin Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen in Rom. Sie wissen ja, dass am 31. Oktober das gemeinsame Reformationsgedenken stattfinden wird in Lund, vom Lutherischen Weltbund her und der katholischen Kirche. Und diesem Reformationsgedenken wird auf der einen Seite der Heilige Vater, Papst Franziskus, auf der anderen Seite der Präsident und Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes vorstehen. Am Tag darauf wird der Heilige Vater eine heilige Messe zelebrieren. Und da war es mir ein Anliegen, mit den Bischöfen in den nordischen Ländern ins Gespräch zu kommen, wie die Vorbereitungen sind und wie dieses Ereignis in Lund stattfindet. Es sind zwei Ereignisse, auf der einen Seite ein Gottesdienst mit zwei Schwerpunkten. Auf der einen Seite wollen wir dankbar sein für das, was wir wiederentdeckt haben, was uns gemeinsam ist. Wir haben ja nicht nur einfach 500 Jahre Reformation, wir haben auch 50 Jahre intensiven Dialog für ökumenischen Dialog zwischen Lutheranern und Katholiken und haben vieles entdeckt, was uns gemeinsam ist. Dafür wollen wir dankbar sein. Auf der anderen Seite müssen wir auch Buße tun für all das, was wir uns in den 500 Jahren angetan haben. Die Reformation hat ja nicht nur zur Wiederentdeckung des Evangeliums geführt, sondern auch zur Kirchenspaltung und grausamen Konfessionskriegen. Dafür müssen wir Buße tun. Das zweite Ereignis ist dann in Malmö, in der Arena, wo es dann mehr um die Sendung der Kirche in der heutigen Welt geht, dass Lutheraner und Katholiken gemeinsam Zeugnis ablegen von der Barmherzigkeit Gottes in unserer Welt. Das hängt von den verschiedenen Dialogen ab. Der Dialog mit den Orthodoxen, mit den orientalisch-orthodoxen, hat eine andere Agenda als der Dialog mit den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen. Aber was uns gemeinsam ist, ist sicher die Suche nach der Einheit. Und die Hauptfrage, die wir uns heute stellen müssen, ist, was ist das Ziel überhaupt der Ökumene? Da gibt es sehr verschiedene Vorstellungen. Und das ist eine Schwierigkeit, wenn man nicht weiß, wohin man will, ist es nicht ganz einfach, die nächsten Schritte zu planen. Nicht, wenn Sie in Oslo am Flughafen sind und nicht wissen, dass Sie nach Rom wollen, müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie in Paris landen. Insofern müssen wir uns neu darauf zurückbesinnen, was ist das Ziel der Ökumene, und für uns Katholiken ist das die Einheit im Glauben, in den Sakramenten und in den kirchlichen Diensten, sodass wir Kirchengemeinschaft und letztlich dann auch Eucharistiegemeinschaft haben können. Aber daraufhin ist der Weg noch lang.